Hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Video. Heute das Otter Mercator mit Messinggriffschalen und Clip. Das konnte man ja schon im Titel entnehmen. Das Mercator-Messer hat ja nun mal schon eine recht lange Geschichte, so rund um die 150 Jahre. Auch genannt K55K für Kaufmann 55 und Katze. 55 für die Hausnummer. Stefan Schmalhaus hat darüber ein sehr schönes Video gemacht, sehr informativ. Der Mann ist halt eine Koryphäe, das muss man ihm lassen. Ha. Ich habe mir jetzt diese Version geholt mit Messinggriffschalen, weil mir das gut gefallen hat. Ich habe es zwar auch in Schwarz, ich glaube noch aus den Zeiten von Ralf Mosbach. Und nur mal, um zu zeigen, dass das Messer auch alltagstauglich ist, ja. Gemacht im letzten Jahrtausend, das vorletzte Jahrhundert des letzten Jahrtausends, also von einer 150, fast 150 Jahre alte Geschichte jetzt. Es gibt das Messer bei oder von Otter in diversen Ausführungen. Edelstahl lackiert, also schwarz, das ursprüngliche Modell. Mit Messing, mit Kupfer, Räuchereiche, mit Carbon, Klinge, ich glaube C75 wäre es sogar. Und 14113, im Prinzip derselbe Stahl. Mal davon nicht ablenken lassen. Denselben Stahl, den Victorinox zum Beispiel verwendet. Entschuldigung, wenn im Hintergrund Geräusche sind, aber wir sind hier auf dem Land, da ist das so. Und hatte mir das bei der Claudia Rudi vom Messerkontor gekauft, weil ich finde, es ist immer noch als Klassiker neu aufgelegt, wirkt es noch edler, noch klassischer, noch schöner, höher, schneller, weiter. Für das Messer oder für Ottermesser gibt es keine Begriffe, die es passend ausdrücken. Wir gucken uns hier an. Durch den Clip kann die Klinge, also kann der Bügel, dieser, wo man also einen Pfannenriemen oder sowas einführen kann, der kann nicht mehr so ganz oben übers Heft gehen, sodass also die Klinge da nicht mehr aufschlägt. Sehr gut. Ich werde mal mit Otter sprechen. Vielleicht haben sie Interesse dran, das Messer noch als Deep Carry Pocket Clip rauszubringen oder mit Deep Carry Pocket Clip rauszubringen. Für das Mercator gibt es auch Ledertaschen. Ich habe jetzt hier aber keine von Otter, sondern so eine von Tools for Gents. Da tue ich die andersrum rein. Ja? Praktisch mit dem Clip nach unten, sodass das Messer mehr Grip drin hat. Und so habe ich es jetzt die letzten Tage getragen, weil dann fällt es auch nicht raus. Ja? Aber ich meine, wenn einem Messer mit einer Tasche aus mit so einem Pocket Clip aus der Tasche fällt, aufpassen. Ich würde sagen, wir gehen mal Tabletop, gucken uns das Messer genau an und gucken uns halt einfach genauer an. So, also willkommen im Tabletop-Modus. So, das Messer ist aufgrund seiner 150-jährigen Geschichte nicht großartig verändert worden. Und man wollte das so lassen, wie es war, aber die Rufe nach einem Clip wurden immer lauter und Otter hört gerne auf seine Fangemeinde und ist auch innovativ genug, halt mal ein Messer zu optimieren, was ich sehr gut finde. Der Frank Rommel, der Inhaber von Otter Messer und sein Filius, die hören gerne auf das, was die Kunden, die Fans möchten. Ich würde sie eher als Fans bezeichnen, weil Otter Messer hat nun mal eine richtige Fangemeinde. Und das finde ich toll. Vielleicht kann man da bei Otter Messer mal überlegen, ob man Deep Carry Pocket Clip macht. Das wird dem einen oder anderen gut gefallen. Ja. Wie ich schon sagte, der Bügel ist jetzt nicht mehr in der Lage, hier die Klinge zu beschädigen. Ja? Wir haben hier hinten jetzt einen schönen Standoff. Ja? Was das jetzt für ein Material ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist Kunststoff. G10 vielleicht, erlaubt die etwas stärkere Zusammenpressung des Griffstückes, um dann die Nieten noch fester rein zu
rein zu dübeln, hätte ich gesagt, nee, rein zu kloppen. Und somit hat sich das Problem der frühen Modelle, vielleicht auch die der 70er, 80er Jahre Modelle, erledigt mit dem Klingenspiel. Und selbst wenn man mal ein Klingenspiel hat, nimmt man sich ein Stück rundes Metall, setzt das hier oben auf die Achsniete drauf und einmal mit dem Hammer drauf, dann hat sich das wieder erledigt. Ja, ich sag mal, selbst die Leute, die nicht handwerklich geschickt sind, einen Hammerschlag werden sie wohl hinkriegen. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie Probleme gehabt mit einem Klingenspiel beim Ottermesser oder beim Mercator. Ja. Der Fullflex. Es gibt übrigens diese Messer auch als kleine Version, auch in Blau, in Rot. Ich glaube, die werden aber so nicht mehr produziert. Also wer die noch findet, schnell zugreifen, bevor die weg sind. Ja. Hatte das Messer bei Claudia Rudi vom Messerkontor bestellt, allerdings ohne Tasche. Das werde ich aber noch nachholen. Hatte jetzt aber dann die Tasche hier, den Pocket Slip von Tools for Gents. Und habe die, nicht wie der ein oder andere denken mag, mit dem Clip nach oben so reingeschoben. Da sitzt sie recht wackelig drin. Nee, ich hatte die mit dem Clip nach unten reingeschoben. Ja, weil die dann nicht mehr rausfällt. Ja. Ich kann jetzt natürlich wackeln, dann kommt es raus, aber ich sag mal, für normalen Halt ist das, hält die drin. Ja, so. Aber bei den Otter-Taschen, da muss ich noch mal gucken. Da bin ich mal interessiert dran. Das klassische Design hat sich so nicht großartig verändert. Klar, sie haben jetzt halt den Pocket Clip dran gemacht. Schönen Standoff hinten dran. Ich mag die Verriegelung sehr, weil die sehr simpel ist. Viele Leute, die zum Beispiel Gicht haben, die haben ein Problem, wenn sie hinten den Backlog haben, dass sie da nicht richtig drücken können, weil die halt die Kraft dann nicht mehr haben in diesen zwei Fingern, drei Fingern, um hinten das zu lösen. Deshalb haben sie hier zum Beispiel drei und dann den Daumen. Ja. Und selbst wenn du es dann nicht mehr hinkriegst, ja, drückst du halt das Messer mit der Klinge hinten irgendwo auf den Tisch drauf und kannst es dann schließen. Also ist für die Leute mit Gicht sehr simpel gelöst. Ja, oder man hat ein Stöckchen oder macht es auf der Tischkante hinten, drückt so drauf, zack, und kann man es dann schließen. Nur für die Leute, die halt ein Problem haben, die keine Kraft in den Fingern haben, aufgrund von Gicht und weiß der Kuckuck was. Ordentlich angeschärft kam es hier hin, also abgezogen. Ich habe es dann nochmal über einen Lederriemen gezogen von Wasserkraft. Allerdings nicht so. Ja? Und ich schärfe meine Messer oder ziehe die über den Lederriemen dann so, fange mit der Spitze an und gehe dann von vorne nach hinten zum Griff weg. Ist für mich schon immer so die bessere Methode gewesen, als es so abzuziehen. Ja? Hat dem Messer dann nochmal eine Spiegelpolitur damit verpasst. Nagelhau. Drop-Point-Klinge. Der Aufbau ist so simpel. Ja? Er ist so simpel. Und hatte auch einen Nachahmer gefunden um 1900. Und zwar von Cognier. Das Duck-Duck-Messer ist im Prinzip nichts anderes als ein Nachbau des Mercator-Messers. Ja? Das Mercator-Messer war ja, ich glaube, so um die 30, 40 Jahre da schon in Betrieb oder im Bau. War niemals, obwohl man das Kaiser-Wilhelm-Messer nennt, niemals Teil der offiziellen Ausrüstung der deutschen Reichsarmee. Ist aber vorstellbar, dass die das im Krieg mit sich führten. Ein großer Renner wurde das Messer aufgrund des Zweiten Weltkriegs oder Ende des Zweiten Weltkriegs, als die GIs diese Messer mit nach Amerika brachten und es dort halt bekannt wurde als K55K oder Cat Knife aufgrund der früher eingeprägten Katze, springenden Katze oder auch Black Cat Knife. Wie gesagt, der Stefan Schmalhaus hat darin ein schönes Video drüber gedreht. Messer gibt es in vielen Variationen mit dem Griff. Einmal das Original in Schwarz mit der goldenen K55K und der Katze. Mit, ich glaube, Mooreiche, Räuchereiche, Messing, Bronze und ja, in Stahl Natur belassen. Mit Clip, ohne Clip, mit Lederband, Carbon.
rostfrei oder rostträge. Das hier ist jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, Carbon. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, welche Version das jetzt ist. Das muss ich nochmal feststellen. Es ist mir eigentlich auch relativ egal, ob das rostträge ist oder Carbon. Denn darauf kommt es nicht an. Man kann eine Patina entfernen, man kann Rost entfernen, man kann sich auch um sein Messer kümmern. Tatsache ist allerdings, dass Messer mit Carbonklingen wesentlich einfacher nachzuschärfen sind und schnitthaltiger sind als Messer, die rostträge sind. Seht euch das an. Ja. Also ich liebe das Messer und war schon immer... Oh, kennt ihr das? Dass es Leute gibt, die sagen, mal gucken, ob du das führen darfst. Kennt ihr diese Leute? Oh, ich habe sogar noch einen Polizisten erlebt, der das gemacht hat. Erschreckend. Erschreckend. Tatsache ist es ein fantastischer Slicer. Ja. Er gibt ein super schönes Geschenk für Leute, die man echt mag. Auch ein sehr schönes Geschenk, was man sich selber machen kann. So, jetzt gehen wir mal über die Daten. Genug geschwafelt. Mein Gott, ich komme ja heute gar nicht mehr aus dem Reden raus. Ja? Wir haben jetzt hier, gehen wir auf Zero. Hier vorne direkt hinterm Griff. Eine Klingenstärke von 2,7 mm. Wenn wir mal hier vorne, wo es dann so langsam anfängt, hier so nach da, gehen wir mal da gucken. Wo es dann halt zum Droppoint wird, 1,6. Vor der zweiten Phase haben wir 0,2 mm. Wahnsinn. Griffstärke 5,8. Griffhöhe direkt hinterm Backlock 19,4. Gramm. Wir haben eine Klingenlänge von 9 mm, brauchbare Schneide von 8,2 und eine Gesamtlänge von 19,8. Ja. Also in allem kein schweres Messer, ein schönes, ein edles mit einer schönen langen Geschichte und mir fällt leider kein Grund ein, wo man so eins nicht haben sollte. Also ich kann es jedem nur empfehlen und macht eine Menge Freude, allein das schon mal so in der Hand zu haben oder vielleicht zu öffnen, sich so ein Äpfelchen zu schneiden, nicht zu schälen. Ja. Übrigens, man kann das in die Klinge einfallen lassen. Wir haben noch ein bisschen Platz zum Ressort. Also da ist nicht so, dass wir wie bei den Franzosen Probleme kriegen mit Ausbrüchen. Ja. Bei vielen Lagiol ist es ja so, ne? Leise Klinge lebt länger. Ja, man kann das auch nachfüllen. Hier null Problemo. Ja, obwohl ich es habe einschnappen lassen. In alten Modellen war es so, dass wenn hier vorne das einschlug, dann schlug das hier in diese Niete ein. In diese hier. Und dann bekam man da schon mal Beschädigung. Ja, also das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Wie gesagt, man hat noch ein bisschen Platz. Ja. Und tolles klassisches Messer mit einer typischen Arbeitscharakter, aber doch auch einem edlen. Das hier würde ich sagen, so das Sonntags EDC für den Opa, für den Onkel. Ich werde es mir noch in Kupfer holen und in den Holzversionen. Es gibt auch noch die Versionen als Multitool-Messer mit einem Korkenzieher, einer Aale und so. Und eins. Das ist so ein Insider, aber nicht weiter sagen. Das muss unter uns beiden bleiben. Also du nicht, ne? Der quatscht, der zuhört. Diese Version, genau die, mit dem Clip, die trägt der Frank Rommel privat und auf der Arbeit. Ich habe es beim letzten Besuch bei Otter gesehen, hat er das in der Tasche gehabt. Okay, so, kommen wir zum Fazit. Mercator, ich schwätze
Je nachdem, wie ich sie kriege. Alle vorstellen. Ja. Um halt die schon. Und dann irgendwie miteinander vergleichen, sodass ihr die alle mal in einem Film zusammen seht. Ich denke, das ist ein traditionelles deutsches Taschenmesser. Ja. Da können wir. Ich denke, das ist so eins der ältesten Messermodelle, die die Deutschen so vorzuweisen haben, die Klasse haben, die Geschichte erzählen, die einen Werkzeugcharakter haben und den Leuten keine Angst bereiten. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, wo das Messer ja so einen schlechten Ruf bekommt durch die Medien, durch die Messerattentate und obwohl es nicht mehr Messerattentate oder Attacken gibt als noch vor 10, 15, 20 Jahren, es wird halt nur mehr darüber berichtet. Das muss man einfach sagen. So, Otter, Mercator, Frank Rommel und Junior gehen weitere Wege und ich sage auch Daumen hoch für die Erneuerung dieses Messers. Das ist es auf jeden Fall wert, sich mal zu überlegen, das zu kaufen. Ich werde sie mir alle kaufen. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Okay, heute mal ein etwas hakeliges und wackeliges Video von mir. Hat ja auch nicht immer nur gute Tage. Aber trotzdem, schönes, schönes Messer. Das Wort zum Sonntag. So, Herz, was willst du mehr? Und noch was, so als abschließendes Wort. Wer glaubt, dass man hier unten Hotspots bekommt? Ich bekomme da keine, aber ich habe auch richtige Malocherpfoten. Nur, ich drücke ja nicht nach hier in den Griff rein, sondern ich drücke ja beim Schneiden hier oben auf die abgerundete, auf den abgerundeten Klingen- oder Griffrücken. Schönes Messer. Für mich 10 von 10 Punkten. Tragenswert. Everyday, all day, EDC. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie immer gilt, tschüss, mal gut, schwenkt du, tschüss, hau ab und schwenkt die Kappe.